Und? Wie sieht es aus? Würden Sie die Landsteinbank leiten wollen, wenn ich sie übernommen habe? Sie wissen, was Sie da von mir verlangen. Es geht hier immerhin um eine eigene Familie, die wir gemeinsam ausbuden wollen. Aber deine Familie weiß deine Fähigkeiten nicht zu schätzen. Wir schon. Solange Männer wie Ansgar und Sebastian von Lahnstein an der Spitze stehen, werden sie immer ein Schattendasein führen. Also? Was sagst du? Ich bin ihr Mann. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Was ist es denn? Mein Logo für die Pelzkollektion. Wow, sehr edel. Was mache ich jetzt, wenn du die ganze Zeit als Promi-Designerin in die Welt chattest? Du wirst immer meine Muse bleiben. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du hast so viel Arbeit und Kreativität in diese Kollektion reingelegt. Mit der musst du einfach groß rauskommen. Ja, da bin ich Alexa was schuldig. Ich meine, sie hat gegen alle Widerstände diese Kollektion durchgesetzt. Naja, jetzt aber auch nicht ganz selbstlos. Erinner dich bitte daran, wie sie hinter deinem Rücken diese Präsentation durchgezogen hat. Aber jetzt profitiere ich auch davon. Ich sage dir, pass bei ihr auf. Du magst sie einfach nicht. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das ist unsere gemeinsame Kollektion. Und die wird nur ein Erfolg, wenn wir an einem Strang ziehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Alexa das genauso sieht. Um der Show unserer Pelzkollektion noch einen extra PR-Kick zu verpassen, habe ich mir was überlegt. Damit haben wir die internationale Presse im Sack. Du willst die Kollektion unter dem Namen von Damien Wood ausbringen? Er ist zurzeit der angesagteste Designer in New York. Mit ihm als Aushängeschild geht die Pelzkollektion senkrecht durch die Decke. Seine letzte Kollektion war direkt nach der Show restlos ausverkauft. Mit seinem Namen werden wir LCL so hochmessen, dass wir den Laden mit bombastischem Gewinn verkaufen können. Und was ist mit Rebecca? Es ist ihre Kollektion. Sie ist die Designerin. Ja, und sie hat gute Arbeit geleistet. Aber gegen so einen Star-Designer wie Damien Wood kommt Rebecca einfach nicht an. Rebecca wird es nicht einfach so hinnehmen, wenn man sie aus der Kollektion kickt. Du meinst, sie spielt nicht mit? Sie ist die Urheberin und sie wird die Anerkennung wollen, die ihr zusteht. In dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als eine andere Pressemitteilung rauszuschicken. Wenn Rebecca sich querstellt, werde ich an die Presse rausgeben, dass sie die Designs für meine Kollektion bei Damien Wood abgekupfert hat. Wir verhelfen ihm nur zu seinem rechtmäßigen Erfolg. Ist das glaubwürdig? Absolut. Rebecca stand schon früher unter Plagiatsverdacht. Sogar familienintern. Vorwürfe, die nicht haltbar waren. Kann man das beweisen? Ich dachte immer, du und Rebecca, ihr mögt euch. Ja, na klar. Das ist auch nichts Persönliches. Aber ich mag nun mal Erfolg. Und du weißt ja, dass man mir dabei besser nicht im Weg steht. Ja, das könnte sie die Karriere kosten. Nicht, wenn sie brav mitspielt. Es geht hier um eine kleine Schwester. Eben. Deshalb wirst du es ihr auch beibringen. Auf dich hört sie bestimmt. Ich meine, wenn du nicht willst, kein Problem. Ich kann sie auch gern selbst abschießen. Wir brauchen sie nicht mehr, oder, Papa? Ich wüsste nicht, wofür. Und das wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Nein, also klar. Ich übernehme das. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Sieh es mal aus Marketing-Sicht. Damien Wood ist gerade die Nummer 1 in der Branche. Das ist mir sowas von scheißegal, Tristan. Ich habe die Kollektion entworfen, das ist mein Design. Ich würde sagen, du holst Ansgar und Sebastian hierher, dann kläre ich das mit ihnen selbst. Bei Ansgar wundert mich das nicht, aber dass mir Sebastian dermaßen in den Rücken fällt. Weiß eigentlich Alexa schon davon? Die macht bei so einer Schweinerei nämlich nicht mit. Diese Idee kommt von Alexa. Ansgar und Sebastian haben überhaupt keine Ahnung davon. Falls du dich weigern solltest, werden Alex und ihr Vater übrigens an die Öffentlichkeit gehen und verkünden, dass du die Kollektion von Wood abgekupfert hast. Wie bitte? Sag mal, was bildet die sich eigentlich ein? Wir haben sie hier zur Geschäftsführerin gemacht und genauso schnell können wir sie wieder feuern. Ich fürchte, das ist so nicht ganz korrekt. Es ist eher so, dass
dass die Bags uns feuern könnten. Faktisch gesehen gehört ihnen LCL. Was? Ansgar schuldet Berg 90 Millionen Euro. Und weil er das Geld nicht bezahlen konnte, hat er ihm einen Schuldschein ausgestellt. Mit LCL als Pfand. Das kann er doch nicht machen. Kann er. Und du meinst, dass Berg es auf LCL abgesehen hat? LCL ist nur der Anfang. Was er eigentlich will, ist die Bank. Wie bitte? Das wisst ihr und ihr tut nichts? Natürlich tun wir, was sie wollen. Berg erpressen. Womit? Indem sie Alexa illegale chinesische Pilze unterjubeln. Die Einfuhr ist illegal. Für sowas wandert man in den Knast. Und weil ihr Vater das nicht zulassen würde, soll er auf seine Schulden verzichten. Und damit ihr besser an sie rankommt, habt ihr zugelassen, dass Alexa Tanja als Geschäftsführerin... Das ihr kannst du dir sparen. Ich habe selber erst von der Sache erfahren, als alles schon eingetütet war. Und das auch nur, weil es ohne mich nicht funktioniert. Ich bin der Einzige, den Alexa neben sich duldet. Sie vertraut mir. Und warum? Weil du mit ihr ins Bett gehst? Alexa glaubt, dass ich auf ihrer Seite bin. Moment mal. Soll das heißen, dass du vor ihr so tust, als wäre es dir egal, dass sie und ihr Vater unserer Familie alles wegnehmen wollen? Womit haben sie dich gekauft? Blödsinn, glaubst du, ich lass mich so leicht kaufen? Tristan. Was haben sie dir geboten? Die Leitung der Landsteinbank. Du überlegst jetzt nicht ernsthaft, Bergs Angebot anzunehmen. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil sie dir die Leitung der Bank erst anbieten können, wenn sie unserer Familie alles genommen haben. Wenn Vincent es schafft, das auf legale Weise zu tun, dann liegt der Fehler nicht bei ihm, sondern bei Ansgar, der seinen Job mal wieder nicht beherrscht. Ach komm, Ansgar beherrscht so vieles nicht. Das ist doch kein Grund, der Familie in den Rücken zu fallen. Wann war diese Familie denn mal für mich da? Ich habe Ansgar und Sebastian gefragt, was wird, wenn wir die Bergs los sind. Was glaubst du, war die Antwort? Sie wollen meine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, also darf ich mich wieder um das No Limits kümmern. Na und? Seit wann sind dir diese Posten so wichtig? Du hast dich nie für die Bank interessiert. Es geht dir nicht um irgendwelche Posten. Es geht darum, dass ich einfach nur ein nützlicher Vollidiot bin, der gerade gebraucht wird. Und wenn ich meine Schuldigkeit getan habe, dann kann ich wieder abziehen. Ja, dann beweis ihnen, dass du mehr bist als ein nützlicher Idiot. Aber nicht, indem du alle verrätst. Ich verrate dir niemanden. Das ist eine rein geschäftliche Entscheidung. Sag mal, Tristan, glaubst du dir eigentlich selbst, was du da gerade sagst? Ich bin dir wohl auch scheißegal. Nein, du bist mir nicht egal. Deswegen erzähle ich es dir ja auch. Ach so, damit ich schon mal vorgewarnt bin, dass ich ab morgen auf der Straße sitze. Ach, mein Gott, du wirst einen neuen Job als Designerin finden, okay? Nein, das werde ich nicht, wenn Alexa mir einen Skandal anhängt. Aber darum geht's hier gar nicht, Tristan. Es geht hier um Zusammenhalt. Zusammenhalt in unserer Familie? Tristan, du beschwerst dich immer, dass dir niemand vertraut, dass du das schwarze Schaf der Familie bist. Wenn du jetzt mit den Bergs gemeinsame Sache machst, dann beweist du allen, dass sie immer recht gehabt haben. Alexa! Wo steckst du? Ich will endlich die Pressemitteilung rausschicken. Ich hatte schon gehofft, dass du mich vermisst. Sei nicht albern. Wie hat Rebecca reagiert? Begeistert war sie nicht. Schon klar. Und? Hat sie gebettelt? Aber Tristan, du bist doch mein großer Bruder. Wir sind doch eine Familie. Ja, das sind wir tatsächlich. Ja, umso schlimmer. Deine Familie ist ein Haufen Versager. Sei froh, wenn du nichts mehr mit denen zu tun hast. Also, welche Pressemitteilung soll ich rausschicken? Die nette oder die diffamierende? Rebecca braucht noch etwas Zeit, um sich an das Gute in der Situation zu gewöhnen. Und die Chance wollte ich ihr geben. Es wäre tatsächlich klüger. Aber zu lange warte ich nicht mehr. Und? Wie hast du dich entschieden? Aus deiner Zeit in New York, hast du da noch Kontakte zu diesem Damon Wood?
Also, ich persönlich jetzt nicht, aber eine Freundin von mir kennt ihn ganz gut. Warum? Das erkläre ich dir später. Wir brauchen diesen Kontakt und wir brauchen etwas Zeit. Also ruf diese Freundin an und ich halte dir Alex eine Weile vom Hals. Okay. Schon wieder so viel Ungeziefer. Ja, ich meine die Tierschützer. Wie jetzt Rechte. Das ist mir doch egal. Ich will, dass die entfernt werden, und zwar flott. Du siehst aus, als bringst du gute Nachrichten. Und du siehst so aus, als ob du sie gebrauchen könntest. Wer zu sensibel ist, tote Tiere zu ertragen, sollte aus dem Genpool ausgeschlossen werden. Die ziehen bestimmt bald weiter zum nächsten Atommülllager oder Flughafen. Was ist jetzt mit deiner Schwester? Wenn du mich weiter so oft nach ihr fragst, dann werde ich noch eifersüchtig. Witzig. Du weichst mir aus. Sag jetzt nicht, du willst mir noch mal ins Gewissen reden. Dafür müsstest du uns haben. Jetzt sag schon, wie hat sie sich entschieden? Stiller Rückzug oder öffentlicher Skandal? Ich denke, wir sollten ihr noch ein wenig Zeit lassen. Ich hasse es zu warten. Wer redet denn von warten? Ich liebe dieses Büro. Es ist so vielseitig nutzbar. Also ich finde ja, einmal ist keiner, was sagst du? Falls du es vergessen haben solltest, ich habe hier noch einen Job zu erledigen. Für sowas gibt es doch Personal. Aber um die wichtigen Sachen kümmert man sich am besten selbst. Zum Beispiel um deine kleine Schwester. Jetzt warte noch mal. Ich habe lange genug gewartet. Was ist das denn? Oh. Es ist schon eine Mitteilung rausgegangen? Rebecca von Lahnstein meets Damien Wood. Der Newcomer und der Star besiegeln Kooperation bei spektakulärer Pelzkollektion. Sag, spinnt die? Hallo. Ach, hast du schon gesehen? Super, oder? Also Damien war sofort begeistert, als ich ihn angerufen habe. Du kannst doch nicht einfach ohne unsere Einwilligung die Absprachen ändern. Wieso? Wo ist das Problem? Ihr wollt Damien Wood und ich möchte, dass mein Name bei meiner Kollektion genannt wird. Das hat jeder, was er will. Ach, oder siehst du das anders? Nein. Das Ziel ist das Ziel. Ich will nur, dass die Kollektion durch die Decke geht. Tja, dann wollen wir doch beide das Gleiche. Hier sind die Verträge. Wenn du nichts einzuwenden hast, kannst du ja gleich unterschreiben. Damien Wood war anscheinend sofort begeistert von deinem Vorschlag. Naja, erst als ich Alexas Angebot verdoppelt habe. Deine Idee hat mich gerettet. Danke. Du hast ja auch ganz einen Körpereinsatz gezeigt, um mir Zeit zu verschaffen, hm? Du weißt doch, für meine kleine Schwester tue ich alles. Ja. Hier, das für dich. Was bringt dir eigentlich der Vertrag mit Alexas Unterschrift? Der Vertrag ist eigentlich vollkommen unwichtig. Ich muss sowieso einen neuen aufsetzen. Aber Alexas Unterschrift brauche ich für die Bestellung der illegalen Pelze. Und die kommt hier drauf. Ja, und so hast du die Bags wieder in der Hand. Ich werde nicht zulassen, dass sie uns alles wegnehmen, was wir uns über Generationen aufgebaut haben. Was Ansgar und Sebastian betrifft, ich sag ihnen, dass du jetzt in alles eingeweiht bist. Ja, da werden sie nicht so begeistert sein von. Wahrscheinlich nicht. Und mach dir keine Sorgen, dass du zu den Bergs überlaufen wolltest, das bleibt unter uns.